Herzlich willkommen bei Open, einer Online-Beteiligungsplattform für Jugendliche. Open? Was ist das denn? Wofür kann man das denn nutzen? Diese und noch weitere Fragen werden dir in diesem Video beantwortet. Für einen ersten Überblick lohnt es sich jedoch noch, das Einführungsvideo von Open anzuschauen. Um zu beginnen ist es erforderlich, dass du deinen Account erstellst. Anschließend kannst du dich mit deinen Zugangsdaten anmelden. Open befindet sich derzeit noch in der Entwicklungsphase, daher können sich noch Änderungen ergeben. Nach erfolgreicher Anmeldung gelangst du wieder auf die Open-Startseite. Klickst du auf Mitmachen, dann kannst du dich an bestehenden Projekten beteiligen. Manche dieser Projekte sind öffentlich, andere wiederum benötigen eine Einladung oder Bestätigung des Projektmoderators. Um ein Projekt zu erstellen, klickst du auf den Pfeil neben deinem Accountnamen und wählst deine Organisation in dem sich öffnenden Dropdown-Menü. Anschließend kannst du hier dein Projekt erstellen. Hier findest du verschiedene Vorlagen, in die du dein Projekt einbetten kannst. Im folgenden Beispielprojekt gehen wir von folgender Situation aus. Die offene Jugendarbeit eines Stadtteils hat öffentliche Mittel und ein unbebautes Grundstück zur freien Verfügung. Die Jugendlichen sollen sich mit ihren Ideen einbringen können, die sie im Anschluss diskutieren und bewerten können. Falls du dir nicht sicher bist, welche Vorlage am besten zu deinem Projekt passt, kannst du den Entscheidungsassistenten nutzen, indem du auf den Button Verfahren auswählen klickst. Hier kommst du in 4 Schritten über deine Projektpräferenzen zu der passenden Vorlage für dein Projekt. Im ersten Schritt wird nach dem Ziel des Projekts gefragt. In unserem Beispiel wählen wir deshalb Erstelle und sammle neue Ideen und Visionen und bestätigen mit weiter. In der nächsten Maske geht es um die Feinabstimmung des Projekts. Hierzu werden dir 3 Fragen gestellt. Zunächst wird nach dem gewünschten Resultat deines Projekts gefragt. Danach wird nach deiner Erfahrung und anschließend nach der angenommenen Motivation deiner Teilnehmer und Teilnehmerinnen gefragt. Im nächsten Schritt werden die Rahmenbedingungen für die Realisierbarkeit in 4 weiteren Fragen definiert. Es wird nach der Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, dem Einzugsbereich, der Dauer des Beteiligungszeitraums und die Erreichbarkeit deiner Teilnehmer und Teilnehmerinnen gefragt. Nachdem du durch das Klicken auf Weiter bestätigt hast, bekommst du eine passende Vorlage für dein Projekt. In diesem Beispiel wird die Vorlage Brainstorming vorgeschlagen. Diesen Vorschlag bestätigst du durch das Klicken auf den Button Benutze dieses Verfahren. Innerhalb dieser Vorlage siehst du die Reiter Information, Beteiligung und Ergebnis. Im Reiter Information kannst du deinem Projekt einen Namen geben. Eine Kurzbeschreibung deines Projekts erstellen. Und ein Titelbild einstellen. Wenn du etwas nach unten scrollst, hast du die Möglichkeit, zwischen einem öffentlichen und einem privaten Projekt zu wählen. Im darunterliegenden Textfeld kannst du eine detaillierte Beschreibung deines Projekts vornehmen. Bei dem Reiter Beteiligung musst du eine Eingabephase hinzufügen. Hierzu musst du die Rahmenbedingungen der Eingabephase definieren. Dazu zählt die Bezeichnung und Beschreibung der Phase, sowie die Bestimmung des Beteiligungszeitraums. Zudem hast du die Möglichkeit, eine Offline-Phase hinzuzufügen. Diese dient dir beispielsweise dazu, ein Treffen mit den Teilnehmenden zu organisieren. Hierzu kannst du wie bei der Eingabephase die Rahmenbedingungen bestimmen. Zusätzlich kannst du noch verschiedene Kategorien bestimmen, um Unterthemen zu gliedern. Im Reiter Ergebnis könnt ihr im Anschluss an die Beteiligungsphase das Ergebnis des Projekts veröffentlichen. Um nun das Projekt online zu stellen, klickst du auf diesen Pfeil und anschließend auf Speichern und Veröffentlichen. Dein Projekt ist jetzt fertig und die teilnehmenden Personen können sich nun wie folgt daran beteiligen. Über den Button Mitmachen des Startmenüs findest du alle Organisationen und deren bestehenden Projekte. Nach dem Anwählen deines Projekts haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, einen Vorschlag zu erstellen,
andere Vorschläge zu kommentieren und zu bewerten. Die Teilnehmenden können die beschriebenen Funktionen nur innerhalb der von dir vorgegebenen Phase nutzen. Weitere Informationen findest du über den Reiter Hilfe im Startmenü. Darüber hinaus stehen dir noch weitere Vorlagen für dein Projekt zur Verfügung, wie beispielsweise eine Umfrage, eine Agenda sowie die Möglichkeit der räumlichen gebundenen Beteiligung. Das war es unsererseits zu Open. Viel Spaß bei der Nutzung!